Gerade ist es eisig kalt in Deutschland, das wird sich aber bald ändern. Mit den Temperaturen geht es im Laufe der Woche Richtung Wochenende vor allem aufwärts. Strenger Frost ist dann nachts nicht mehr dabei und tagsüber sogar zweistellige Höchstwerte. Gibt es da fast schon Frühlingsgefühle, vielleicht auch pünktlich zum Valentinstag. Starten wir erstmal mit der Wetterlage vom Freitag. Der hohe Luftdruck verlagert sich weiter Richtung Frankreich und Atlantik. Wir bekommen die Luft mehr aus Westen und besonders im Nordwesten von Deutschland wird es dann schon spürbar milder. Gleichzeitig ist eben Feuchtigkeit dabei, bedeutet mehr Wolken, hier und da auch mal ein bisschen Regen. Und damit geht es auch schon am Donnerstag los. Wolken machen sich von Nordwesten breit. Zum Nachmittag beginnt es dann rund um die Nordsee auch zu regnen. Ansonsten ist der Donnerstag nochmal für viele ein sehr sonniger Tag, besonders im Osten und im Süden. Nebel ist nämlich weiterhin kein großes Thema. Die Temperaturen erst einmal ähnlich. Leichter Dauerfrost in den höheren Lagen, ansonsten häufig 2 bis 5 Grad. Auf den Nordseeinseln sind schon bis zu 6 Grad möglich. Am Freitag macht sich die mildere Luft hier dann schon leicht bemerkbar. Bis zu 7 Grad sind drin. Im Südosten bleibt es noch eher winterlich von den Temperaturen. In den höheren Lagen der Mittelgebirge sind dann auch mal ein paar wenige Schneeflocken mit dabei. Ansonsten dichte Wolken, Nieselregen am freundlichsten wohl im Süden von Bayern und Baden-Württemberg. Aber dann machen sich auch hier so langsam die Wolken breit. Und wir sehen, zum Abend regnet es dann auch an der Küste längere Zeit. Und der Samstag zum Start ins Wochenende dann ziemlich grau und trist mit Nieselregen. Aber immerhin steigen die Temperaturen. Es sind dann schon bis zu 9 Grad möglich. Und dann kommen vielleicht die ersten zarten Frühlingsgefühle auf, auch wenn es nach dem Wochenende auch nicht allzu viel Sonnenschein gibt. Am Sonntag auch noch viele Wolken, im Osten dann ein paar Tropfen, nach dem Nebel die Chancen auf ein bisschen Sonnenschein, im Westen dann schon zweistellige Höchstwerte von bis zu 11 Grad. Ja, und dann zum Montag, wir sehen es auch schon in den Nächten, ist es dann häufiger frostfrei, im Süden freundlicher bis zu 12 Grad, am Dienstag dann schon bis zu 13 Grad.